Im Landkreis Rostock ist ein 58-jähriger Mann beim Tauchen in der Ostsee ums Leben gekommen. Der Verunglückte wollte offenbar mit seiner Freundin am Strand den Sonnenuntergang ansehen, als er sich dazu entschied, kurz tauchen zu gehen. Die Partnerin alarmierte den Notruf, nachdem sie bemerkte, dass ihr Freund nicht von seinem Tauchgang zurückkehrte. Ein Einsatzkommando von Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, Rettungsschwimmer und Rettungshubschrauber suchten nach dem verschwundenen Mann. Als der Mann nach 30 Minuten gefunden werden konnte, war es bereits zu spät. Der Taucher war nicht mehr ansprechbar. Der Mann war scheinbar ein erfahrener Taucher. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.